Willkommen bei Audi, willkommen im Audi Forum Neckarsulm. Wir zeigen euch heute die Highlights einer ganz besonderen Ausstellung zum Thema 40 Jahre Audi Sport GmbH. Hier in Neckarsulm, dem Stammsitz der Audi Sport GmbH, erwartet euch die Jubiläumsausstellung 40 Jahre Audi Sport GmbH. Fascination meets Performance. Sie gibt einen nahezu kompletten Überblick über die Geschichte der Audi Sport GmbH. Wir nehmen euch heute mit zu den Highlights der aktuellen Ausstellung. Mit dem Audi S6 Plus präsentiert die im Audi-Werk Neckarsulm ansässige Quattro GmbH 1996 ihr erstes eigenes Fahrzeugmodell. Für beeindruckende Fahrleistungen sorgte ein völlig überarbeiteter 4,2 Liter 8-Zylinder-Motor. Der erste RS4 Avant, vom Audi A4 abgeleitet, rollte im Frühjahr 2000 vom Band. Erstmals unter der Regie der Quattro GmbH. Als Basis diente der 2,7 Liter große V6 Biturbo aus dem Audi S4. Durch weitreichende Eingriffe an den Ladern, am Zylinderkopf und am Abgasstrang brachten die Ingenieure den 5-Ventiler auf 380 PS. In der Business Class debütierte 2002 der Audi RS6 als die stärkste je dagewesene Audi-Serienlimousine. Das Herz des neuen Sportwagens war sein 4,2 Liter V8-Motor mit 2 Turboladern und 450 PS. Im Mai 2006 überraschte Audi, als man neben einer Avant-Version auch einen offenen RS4 ankündigte. Der offene RS4 stand der Limousine in puncto Fahrleistungen kaum nach. Größter Vorteil für die Cabrio-Fahrer war, den heiser röhrenden V8-Motorsound ungefiltert genießen zu können, insbesondere mit geöffnetem Verdeck. Mit dem RS3 Sportback trug Audi die RS-Philosophie in das Segment der Premium-Kompaktklasse. Der turboaufgeladene 2,5 Liter 5-Zylinder leistete 340 PS. Das straffe Sportfahrwerk wurde gegenüber der A3 Serie um 25 mm tiefer gelegt. Auch optisch gab der RS3 Sportback sein Potenzial offen zu erkennen. Auf der Autokina 2012 in Peking präsentiert Audi ein Konzeptfahrzeug auf Basis des Q3, den RS Q3 Concept. Er interpretiert den Charakter des Kompakt-SUV auf eine ganz eigene Art, konsequent dynamisch. Mit dem 2013 in Detroit präsentierten Audi RS7 Sportback erweiterte die Audi Sport GmbH die Palette seiner RS-Modelle weiter. Das große fünftürige Coupé nutzte einen 4,0 TFSI, der 560 PS leistete. Selbstverständlich war beim Audi RS7 Sportback der permanente Allradantrieb Quattro serienmäßig an Bord. Das Individualisierungsprogramm Audi Exclusive bot auch für den RS7 Sportback zahlreiche attraktive Ausstattungen an. Mit dem Audi TT-RS, der auf der zweiten Generation des Audi TT basierte, wagten sich die Techniker der Quattro GmbH erstmals an die Weiterentwicklung eines Sportwagens. 15 Jahre nach dem Ende der Audi 5-Zylinder-Ära, die 1994 mit dem Audi RS2 zu Ende ging, spendierten die Spezialisten aus Neckarsulm dem Audi TT-RS einen kompakten 2,5 Liter 5-Zylinder, der dank einer umfangreichen Sonderbehandlung in eine 340 PS-Maschine mit einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmeter verwandelt wurde. Die Top-Version der R8-Familie wurde ebenfalls in der Manufaktur im Werk Neckarsulm gefertigt und war nach nur wenigen Wochen im Markt weltweit ausverkauft. Seine atemberaubenden Fahrleistungen verdankte der R8 GT auch besonders konsequentem Leichtbau. Durch aufwendigen Feinschliff und den Einsatz von Kohlefaserverbundmaterial konnten die Audi-Ingenieure das Gewicht des Hochleistungssportwagens im Vergleich zum Audi R8 5,2 FSI Quattro noch einmal um 100 Kilogramm reduzieren. Die Serie war auf 333 Exemplare limitiert. Jedes von ihnen trägt eine Plakette mit der Seriennummer auf dem Schaltknopf.
Das Kundensportprogramm von Audi begann 2009. Der 2019 präsentierte Audi R8 LMS GT2 ist mit 640 PS der stärkste Sportwagen in der Geschichte des Kundensportprogramms. Technisch basiert der Audi R8 LMS GT2 auf der Serienversion. Der Audi Spaceframe mit seinem intelligenten Materialmix aus Aluminium und CFK bildet die Grundstruktur des Rennwagens. Ein Stahl-Überrollkäfig bietet die erforderliche Sicherheit im Rennbetrieb. Neue, ungewöhnliche Wege zu gehen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, dies wird auch weiterhin die Audi Sport GmbH prägen. Wenn euch die Highlights gefallen haben, dann schaut doch selbst vorbei. Unsere Sonderausstellung ist noch bis zum 4. Februar zu sehen.